Tut sich da was auf der Abwärtsseite? Ja, tatsächlich der Nasdaq, der ja schon mehrmals aufgefallen war mit einer relativ schwachen Aufwärtsrichtung. Wir hatten uns das Ganze ja schon mal angeguckt unter einer sehr starken vorausgegangenen Abwärtsbewegung. Der nähert sich jetzt nun seinem nächsten Zwischentief. Also, wir sehen schon, es gibt nächste Chancen für vielleicht sogar so eine Bewegung. Bewegungen dieser Art, die sind nicht ganz selten und könnten hier ebenfalls dafür sorgen, dass der Markt jetzt nun die Abwärtsrichtung einfach nochmal fortsetzt. Viel könnte, viel hätte, wäre, tätste, aber konjunktiv ist der bestimmende Fall an der Börse. Es geht letztlich immer darum, was sind die Möglichkeiten und dann zu sagen, die ergreife ich oder die lasse ich eben lieber aus, wenn es mir zu windig ist. Aber wir wissen, die typischen Bewegungsabläufe, die sind regelmäßig an der Börse zu finden und das sind scharfe Bewegungen, gefolgt von schwachen Bewegungen hier in die Aufwärtsrichtung und dann setzt sich das wieder fort. Und deshalb bin ich auch gar nicht so super negativ, was das angeht, denn zumindest mal auf den ersten Blick sieht das Ganze auch übergeordnet eigentlich gar nicht so schlecht aus. Schön schubig nach oben, wir hätten dann eine ABC und dann hätten wir genau das Umgekehrte wieder für die Long-Richtung. Also wir sehen Intermediate, also zwischendurch mein kleiner Short ist cool, anschließend dann vielleicht die Long-Richtung wieder. Das wäre zumindest mal was. Ich sehe eine ganz gute Chance aktuell, sogar beim Goldkurs, da deutet sich das zumindest mal an. Es ist noch ein bisschen schleppend, ich gebe das zu, allerdings haben wir für unseren heutigen Trade des Tages uns Gold rausgesucht. Also wer sagt, das sind doch Ideen, die hätte ich jetzt gerne konkret, dann einfach den Trade des Tages abonnieren. Dann habt ihr da Zugriff drauf und bekommt auch eine Information. Deshalb ist das wichtig mit dem Abonnieren, dass ihr dann auch rechtzeitig die Information eben bekommt, dass es eben jetzt entsprechend unterwegs ist. Also Hinweis dementsprechend jetzt auf den Goldkurs, denn der hat hier eine scharfe Abwärtsbewegung, eine wackelige Gegenbewegung und wie unser konkreter Trade dort, na, was für eine Sprache, halb Englisch, halb Deutsch, wie unser Handel für diesen Kurs hier aussieht, das stellen wir euch in unserem Handel des Tages, nein, konkret im Trade des Tages vor. Und schaut euch das entsprechend an. Bleibt aber gerne am Ball natürlich, denn es gibt viele Gelegenheiten. Der DAX, der ist noch relativ harmlos unterwegs, wenn wir uns den Index mal angucken. Der hat die letzte Woche seit dem großen Push nach dem Impfinformationsschub hier relativ seitwärts hier abgelegt. Also da ist nicht wirklich was entstanden, aber da baut sich eine neue Spannung auf. Ob die dann nach oben geht oder nach unten, das werden wir sehen, aber ihr könnt das hier an meiner Zeichnung sehen. Schub in die eine, wackelig in die andere, Schub, wackelig und so weiter, in beide Richtungen. Das Prinzip gilt natürlich im Großen wie im Kleinen und deshalb bleiben wir da am Ball. Deshalb das als Hinweis für euch jetzt erstmal. Toi, toi, toi für eure Handelsentscheidung. Alles Gute und wir sehen uns in Kürze.